Als nächstes müssen wir jetzt noch bleischmähnenden Nolle killen. Die sind hier vorne und dann müssen wir noch hier jemanden finden. Da sind die Bleischmähnen. Ich bin gerade am Überlegen, ob wir mal die Katzengestalt ausprobieren, weil momentan haben wir ja noch keine Skillung. Nachwachsen brauchen wir da nicht. Schreddern. Und Spurt. Ja, wir probieren es mal aus. Ja, wir bleiben in der Katzengestalt. Ist am Anfang zwar etwas mühseliger, weil wir auch keine Finisher haben, aber ich finde es eindeutig besser. Das ist zu weit entfernt. Die fallen viel schneller um. So, wo war hier? Da oben. Das ist jetzt die dritte Kräuterart, Erdwurzel. Dann haben wir in dem Startgebiet oder in den ersten Gebieten so gesehen alle drei Sachen, die es gibt, entdeckt. Wenn wir jetzt weiter hochkommen vom Level her, dann bekommen wir mit der Zeit auch Kombo-Punkte. Hier oben sind die. Und die können wir dann auch auflösen und können dadurch mächtige Finisher machen, so wie auch bei Schurken. Beziehungsweise beim Mönch ist es, glaube ich, auch mit seinem Chi, dass man damit extra Aktionen machen kann. Also ich muss sagen, in Katzengestalt, wir killen die viel schneller, weil der halt auch noch extra Schaden macht. Deswegen, ich habe das letztens gemerkt, ich habe mal meinen Ali Dudu, habe ich mal wieder gespielt, habe da ganz schnell Level gemacht, weil in Katzengestalt, du kannst halt so schnell killen. Auch in höheren Gebieten. So schnell waren wir damals mit dem Priester nicht gewesen. Gut, da vorne steht der, den wir suchen sollten. Wir haben noch 4 Taschenplätze frei. Müssen wir da mal gucken. So, einmal beenden. Möchte, dass ihr den Inhalt der Nachschubkiste der überfallenen Karawane untersucht. Also einmal hier entlang. Dann müssen wir hier oben auf diesen kleinen Berg. Das hatten wir ja auch schon gehabt. Wir haben ja hier das Gebiet schon komplett durchgequestet. Damals. Wo ich gesagt habe, wir machen von jeder einzelnen Klasse, nee, von jeder einzelnen Rasse das Stadtgebiet, tun das komplett durchquesten. Deswegen, wir haben das hier ja alles schon kennengelernt. So, einmal Spurt an. Und schon sind wir weg. Wie lange hält Spurt? 10 Sekunden. So, jetzt sind wir außer Reichweite. Jetzt können wir wieder aufmounten.
Und den Spurt müssen wir mal woanders hin machen, weil im Kampf brauchen wir den nicht unbedingt. Da kann ich dann später was Besseres hinsetzen. So, da bin ich wieder. Die Venture Company tötet 7 Tagelöhne der Venture Co. für Morin. Vorsteher Zischelspross. Tötet Vorsteher Zischelspross und nimmt sein Klemmbrett an euch. Dazu müssen wir dann hier hoch. Da hoch. Also wir überfliegen die Questtexte jetzt wirklich nur, weil wir hier das alles schon gemacht haben. Wären wir jetzt in einem Gebiet, wo wir noch nicht gequestet haben, würde ich natürlich auch ein bisschen langsamer die Quests vorlesen, beziehungsweise was wir machen müssen, dass man überhaupt mitkommt und dann auch richtig erklären, wo wir hin müssen, was wir machen müssen, aber ihr kennt das ja. Also diese halb chinesisch-asiatische Musik im Hintergrund, die passt jetzt hier nicht unbedingt. So, das haben wir. Einen brauchen wir jetzt noch. Hier unten waren ja noch welche. So, gut. Hä? Ich hab gedacht, wir hätten schon alle. So, gut. Jetzt aber. Jo, damit haben wir so gesehen hier das Gebiet schon komplett gequestet, sind hier fertig und müssen dann nur noch hier oben das Gebiet. Also die Hälfte haben wir. Alter, wo kommen die denn alle her? So, das fertig. Das. Füße haben wir noch keine. Ist egal. Kriegen wir später bessere. Und wir haben keinen Platz mehr in der Tasche. Sind schon dran vorbeigefahren. Hier, Silberblatt. So, einmal hier rein. Friede sei weiter. Beenden. Nichts Neues.
Und gleich müssen wir Level up sein. Sammelt 6 Pirscher-Clown und 6 Puma-Clown. Jawohl, Mama. Das hier. Inventar ist voll. Was führt euch hierher? Weg. Handgelenke haben wir noch keine. Dann anziehen. Wir brauchen kein aber Stoff behalten wir auch. Alle anderen Handwerksmaterialien fliegen raus. Hallo? Weg. Hände. So. Sehr schön. Hauen wir mal das Zeug, was wir eh behalten, hier oben rein. Genau. Und jetzt können wir wieder Quest annehmen. Möge die ewige Sonne euch bescheinen. So. Was führt euch hierher? Stufe 10. Benutzt die Trommel der besänftigten Erde, um 6 aufgebrachte Erdgeister zu beruhigen. Hier drüben. Wie kann ich euch helfen? Seid beenden. Und das war's. Und wir haben. Moment, PvP-Talent. Wir können jetzt direkt auf Wildheit gehen. Das aktivieren wir jetzt auch. So, wenn wir jetzt. Hä? Achso, das ist Katzengestalt, hier ist Bärengestalt. So, wir haben einmal Schreddern und Wilder Biss. Den wilden Biss. Wo haben wir denn den? Nein, nicht bei Erfolge. Hier bei Zauberbuch. Der wilde Biss ist eine Kombo-Fähigkeit. Die machen wir hier. Nein, hierhin. Und zerfleischen nur für Bärengestalt. Schade. Schade. Also hier haben wir automatischen Angriff. Das können wir auch wegmachen. Zerfleischen können wir hierhin machen. So. Gut. Pirscher Clown und Puma Clown machen wir jetzt als erstes. Pirscher Clown und Puma Clown. Das ist ein Ebenenschreiter. Ein Präriewolf. Die Pirscher, das waren die, wo wir schon durchgeritten sind eben, glaube ich. Präriepirscher, da haben wir doch. So. Also ihr seht, hier haben wir jetzt Kombo-Punkte. Die können wir auch aufheben. Die müssen wir jetzt nicht direkt bei dem Mob weghauen. Können wir auch hier machen. Dadurch haben wir Schaden gemacht, der schon einiges macht. Daher sehr praktischer Angriff. Also normal wartet man auch, bis man die 5 voll hat. Außer der Gegner würde jetzt schneller umfallen. Wir können jetzt direkt bei dem Flachlandpuma hier zack. Und einen Angriff später ist er kaputt. Wenn man überlegt, würden wir jetzt in Gleichgewicht weitermachen, dann müssten wir hier wirklich die ganze Zeit warten, bis wir wieder genug Energie, bis wir gecastet haben. Das muss ja nicht sein. So, Puma.
brauchen jetzt noch zwei Pumas. Oh, haben wir alles. Sehr schön. Und jetzt brauchen wir noch einen Pirscher. So, das war's. Einmal jetzt darüber. Da können wir auch direkt da drüben die Quest machen. Was 6 Geister beruhigt. Nee, machen wir später. Wir geben jetzt erstmal die Quest ab. Dann war's das für heute. Und ich schlog dann mal kurz um. Schick mir ein paar schöne Taschen zu. Und morgen geht's dann mit großen Taschen weiter. Dann können wir auch etwas länger ununterbrochen questen, bevor wir verkaufen müssen. Gut, ab Level 20 ist das eh kein Problem mehr, weil wir ja mit Level 20 reiten lernen und wir haben ja das Tundra-Mammut des Reisenden, bei dem wir die Händler mit drauf haben. So. Und ihr seht, wir haben auch unseren Sonnenzorn verloren, dadurch, dass wir uns für Wildheit entschieden haben. Also Katzengestalt. So, wir gehen einmal ins Gasthaus, dann kann ich schneller ausloggen und wir sehen uns dann morgen wieder. Tschüss.